hörst dich an, als wärst du runtergefallen. Ich höre mich an, als hätte mir jemand in die Eier getreten. Ihr würfelt heute so gut. Ja, aber auch nicht mehr immer. Okay, es ist eine 6, aber eine 6, die sich aus 3 Würfeln zusammensetzt. Und das ist schon ganz schön schlecht. okay. Das heißt, es ist kein Erfolg dabei. Und zwar, was deine Aufmerksamkeit angezogen hat, war, dass dieses Muster auf dem Stein sich irgendwie zu bewegen schien. Und du würdest es eigentlich gerne abzeichnen oder dir einprägen oder so, aber du kriegst es einfach nicht zu fassen. Wenn du es abzeichnen wollen würdest, du wüsstest nicht, wo du ansetzen solltest. Das ist schlecht. Und ich denke, die Konsequenz hier ist, ihr verliert diese Gelegenheit. Und dieser Effekt verschwindet. Kurios. Hast du jetzt die Stufe kaputt gestarrt? Es ist fort. Sag immer, es war. Die Gelegenheit scheint vorbei zu sein. Machen wir uns auf den Weg nach oben. Ich glaube, es ist unser. Wir sind dran. Magnus ist schon oben. Bin ich, ja, die Frage ist, bin ich oben? Dann würde ich mich gerne den Assist-Wurf beziehungsweise 2 Stamina ausgeben, um euch zu assisten, und das Seil, weiß ich nicht, gibt's da Wasserspeier oder so? Ja, also du bist auf jeden Fall erfolgreich oben angekommen und naja, konntest ins Innere der Turmstube steigen, denn mit Fenstern oder so hat sich hier keiner Mühe gegeben, sondern das sind einfach offene, schmale, aber trotzdem offene Fenster. Und das sind so Spitzbögen mit einer Säule in der Mitte. Das heißt, du kannst wunderbar das Seil in der Mitte anbinden. Perfekt. Ja, dann streiche ich mir die beiden Stamina für Assist. Ich denke mal, das hilft uns dann auch beim Runterklettern ja wieder. Also von daher ist das jetzt nichts, was ich ungern ausgebe. Und während die anderen hochklettern, würde ich mich mal von hier oben aus über die ganze Stadt umgucken. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich sogar meine Beine so aus dem Fenster baumeln lassen und dabei eine Zigarette rauchen, weil das einfach cool aussieht. ganz im Ernst. Ich habe eh kein Stamina, um groß was zu machen, und dann gucke ich mir halt mal die Umgebung an unter dem roten Blutmond. Gut. Ich glaube, ich kümmere mich trotzdem zuerst um die anderen. Wer klettert als nächstes? Wenn das keiner für sich freiwillig meldet, dann wollte ich. Wahrscheinlich kriegt nur einer von uns den Assist, ne? Er hat 2 Stamina ausgegeben, das sind 2 Assists. Nein, ein Assist und 2 Stamina. Wirklich? Ja. Ich denke drüber nach, aber es ist eigentlich nicht logisch, dass das Seil nur für einen gilt. Ja, irgendwie nicht. Also in der Situation geschenkt soll jeder von euch den zusätzlichen. Es ist der zusätzliche Würfel, oder? Ja. Genau. Okay, dann. Ich möchte mich noch pushen. Pushen kostet aber 1, oder? Ja, du pushen kannst kostet 1. Bis zu 3 reinpacken. Da steht per Stamina. Ja, ich meine, pushen kostet 1 pro. Ja, richtig. Genau. Was mein Stamina eigentlich hier? Dann möchte ich es noch tun für einen zusätzlichen Würfel, und ich denke, 3 sollten reichen. Nicht jetzt 4, 5, 6 Würfel. Es ist, was es ist. Es ist, was es ist. Es ist ein Erfolg. Du ziehst dich an dem Seil hoch. Das ist jetzt nicht das, was du alle Tage machst. Und du bekommst auch ein gutes Stück, denkst, du hättest es fast schon geschafft, aber dann rutscht dein Fuß aus und du. Es ist blöd, wenn ich jetzt sage, du schürfst dich an der Wand auf, oder? Ja, das. Ein Schaden ist ein bisschen viel, oder? Wir könnten sagen, ich hänge da so ewig lange dran rum und muss allenthalben immer wieder anhalten, um kurz Atem zu holen, dass wir einen Tick in der. Was riskant oder Standard? Ich habe eine bessere Idee. Soll ich euch etwas sagen? Und zwar, ein Tick auf der Nightclock ist, glaube ich, am Ende des Tages eine viel ernstere Konsequenz, als wenn du einen Schaden nimmst. Ihr habt jede Menge Möglichkeiten, euch zu heilen. Ja, also wir haben bis zu 4 Heiltränke. Ich denke, ich widerstehe dem sowieso. Also ich habe eine gute Idee, jetzt lasst mich doch mal. Also, du hast ja dein Gear dabei, während du da hochkletterst. Und dir fällt halt was aus der Tasche. Also du streichst dann halt einen Slot von den Bandolier. Okay. Also, das fänd ich eine coole Idee.
Ich finde die Idee nicht schlecht, aber es ist in gewisser Weise vielleicht auch ein schlechter Deal, weil einer dieser Slots könnte eine Blood Vial, also ein Haltrank für 2 Lebenspunkte sein, und wenn ich dir nur 1 Lebenspunkt Schaden gebe, dann... Es geht ja nicht, ich kann es mir ja nicht aussuchen, was die Konsequenz ist, sagst du mir, ja. Okay, machen wir es einfach. Ich resiste das an. Das hätte ich nämlich so oder so getan, denn ich habe noch Stamina. Cool. Lass mich nur kurz schauen. Es kostet mich dann 1 D pro Stamina Spend. Okay, ich habe noch 2. Gebe ich auch mal 2 aus, würde ich sagen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Kurz nochmal, um den Schaden zu verstehen und der dementsprechenden Heilung. Wir haben natürlich die Bloodwell-Möglichkeit, aber wenn wir den Bloodstone nutzen, geht er verloren? Ja, wir können den nur einmal nutzen, oder? Ja, also ja. Verloren, ja, im Sinne der Spielmechanik schon. Ihr könnt den Workshop nur einmal... Also der geht einmal pro Nacht. Genau. Also er wird sich da nicht auflösen oder so, sondern er funktioniert halt nur einmal in dieser Nacht. Du musst halt... Wenn du zu oft dran leckst, kriegst du Krebs. Da arbeiten wir ja gemeinsam dran. Gut, ich widerstehe dem mit einer 6. Es passiert also gar nichts und sichtlich erschöpft atmen kommt Baldig oben an. Biete dir einen halben Zigarettenstummel an. Danke. Nehmen wir den tatsächlich und rauch ihn auf. Hat ja zwar nur einen Zug angeboten, aber... Egal. Na los, hoch mit dir. Wie man weiß, das Beste kommt zum Schluss. Wenn du es schon so loslegst. Ach, genau, dann nehme ich auch einen Push mit. Ach, das Seil ist nicht gut. Okay, gleiches Spiel. Du kommst nach oben, aber würdest einen Schaden nehmen, weil du an der Wand abrutscht. Hilft ja nichts. Okay, und direkt danach nehme ich dann das Seil und kletter ebenfalls hoch. Und ja, weil ich keinen Schaden haben will, nehme ich 2 Pushes. Bei Stamina. Mhm. Da ist die 6. Da ist die 6. Okay, dann kletterst du als letzter nach oben, wo Baldrick und Magnus schon dabei sind, an der Brüstung zu stehen und über die Stadt zu schauen. Rauchend. Wenn man das früher so gemacht hat. Ja. Ihr seid jetzt tatsächlich vielleicht nicht am höchsten Punkt der Stadt, aber an einem der höchsten Punkte. Und auf der anderen Seite von diesem Grat fällt die Stadt wieder ganz leicht ab zu einer Schlucht hin. Und ihr seht über die vielen dunklen Dächer und spitzen Giebel viele kleine Türmchen und jede Menge Schornsteine, davon die meisten allerdings erloschen. Eine breite, prächtige Brücke sich über diese Schlucht spannen. Und auf der anderen Seite, umgeben von dunklen Bäumen, die Türme der Kathedrale. Unten in der Schlucht scheint sich die Stadt fortzusetzen. Allerdings sind die... Naja, es sind keine richtigen Häuser, es sind irgendwie so Bretterbuden, die sich an die Felswand klammern. Den Grund der Schlucht könnt ihr nicht sehen von oben. Also okay. Ziemlich nach unten. Ja, ich würde gerne mal mein Fernglas rausholen, oder mein Fernrohr besser gesagt, und die Wand der Schlucht absuchen, ob es vielleicht von unten noch einen Weg aufwärts gibt, sodass man nicht über die Brücke drüber gehen müsste. Mal es irgendwie runterklettern? Nee, Also wie gesagt, aus dem Winkel kannst du nicht auf den Grund der Schlucht sehen, aber diese Hütten scheinen sich nach unten, scheinen da nach unten zu gehen. Und also ja, aber wenn's, warte mal. Hm? Wenn's in der Wand irgendwelche Befestigungen gäbe, beziehungsweise einen Tritt oder so, müsste ich das ja von hier aus trotzdem sehen, an der gegenüberliegenden Seite der Schlucht. Weil der wird sich natürlich... Ob da irgendwie noch ein Aufgang ist auf der anderen Seite der Schlucht, der irgendwo an irgendeiner Stelle nach oben führt. Richtig. Sodass wir nicht über die Brücke müssten, sondern einfach da durchgehen und dann an der anderen Seite... Also dass wir halt runter müssten und an der anderen Seite finden, wo der Aufgang hochgeht. Genau. Es ist tatsächlich so, dass diese Hütten auf der gegenüberliegenden Seite noch ein Stück nach oben wuchern, dann aber aufhören.
Also das ist noch ein gutes Stück. Vielleicht könnte man das klettern, vielleicht auch nicht. Aber dir fällt noch was anderes auf. Und zwar ist das mehr oder weniger unter der Brücke. Und zwar sind auf der gegenüberliegenden Felswand in regelmäßigen Abständen, und zwar so diagonal, Öffnungen. Wahrscheinlich Fenster an der Wand. Also du könntest dir vorstellen, dass sich in der Felswand sowas wie ein Treppenhaus befindet? Schaut mal. Da. Ich würde mal, ich weiß nicht, Baldrick steht ja neben mir, ihm das Fernrohr reichen. Da unten, unterhalb der Brücke. Das scheint ein Abgang oder ein Aufgang zu sein. Die Fenster. Oh Gott. Ja. Ich denke nur, wenn wir vermeiden wollen, die Brücke zu überqueren, könnten wir uns dabei in noch größere Gefahr begeben. Auf der Brücke sind wir angreifbar. Das ist richtig, aber da unten ist es auch unübersichtlich. Nun, es sind Straßen und Gassen. Was wird im schlimmsten Fall auf uns warten? Ein paar Bauern mit Messern. Tote Hunde? Hinterhalt. Stehenden Ecken. Wenn die uns auf der Brücke sehen, können sie sich gruppieren und in der Überzahl angreifen. Ja, haben wir dann. Keine Chance. Das ist wahr. Wir gehen durch die engen Gassen dort unten. Ein Kampf in einer Gasse. Wäre nicht das erste Mal, dass ich sowas überlebe. Harry, du hast dich eher im Hintergrund gehalten. Und naja, ihr habt vorher drüber geredet, ob unten im Turm vielleicht Monster sein könnten oder irgendeine Art von Wache. Deswegen hast du es sicherheitshalber mal ein bisschen im Auge behalten. Und deine Augen haben sich an die Dunkelheit im Inneren des Turms gewöhnt. Und so kannst du jetzt zwischen den Glocken, ja, es sind mehrere, noch etwas weiteres ausmachen, was da baumelt von einem der Balken. Das passt von der Form nicht recht zu den Glocken dazu. Ey, guck mal, da unten, da hält noch was. Zwischen den Glocken. Was denn? Das ist ein... Schwer zu sagen. Das ist auf jeden Fall kleiner. Leuchte mal in die Richtung. Du leuchtest in die Richtung und dich starrt eine Fratze des puren Entsetzens aus der Dunkelheit an. Dort hängt ein Mann. Er hat sich vielleicht selbst erhängt, vielleicht ist er von anderen erhängt worden. Aber das Markanteste ist tatsächlich das absolute Entsetzen auf seinem Gesicht. Scheiße. Wir sollten ihn nun runterschneiden. Scheiße, da hatte ich wohl noch gesehen, Magnus. Ah. Als ob. Achtet auf, dass er nicht herunterfällt. Schauen wir nach, ob er auch irgendetwas... Also ich hatte es darauf hinweisen könnte, wo er herkommt. Ja, warte, nehmt meinen Seil. Dann werfen wir das um ihn rum. Wollt ihr euch jetzt wirklich um jede Leiche hier kümmern? Ich glaube, dann sind wir länger beschäftigt, als die Nacht andauert. Und jetzt sind wir sowieso hier. Ja, ich würde mal mein Schwert nehmen und seinen Galgenstrick durchtrennen. Zusammen mit what's his name? Den Strick wieder auch festhalten, damit er nicht runterpurzelt, denn das machen wir gerade echt nicht. Genau. Das. Ja, ihr holt vorsichtig die Leiche ein. Und steht jetzt auf der Innenseite von der großen, runden Turmuhr. Die ist recht schön gemacht und zwar ist der Teil zwischen den einzelnen Segmenten verglast, also Buntglas wie bei einem Kirchenfenster. Und naja, draußen steht der volle Blutmond am Himmel. Das heißt, es fallen tatsächlich auch ein paar bunte Lichtflecken auf den Boden und auch auf die Leiche. Wer da einen Blick dafür hat, der könnte mir darauf Witz proben. Oh, wir haben jetzt etabliert, dass Baldrick neugierig ist. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das irgendwie dann einen Effekt schmälert, achtet Baldrick darauf, ob sich irgendwas an dem Leichnam findet, was ihn als Auswärtigen identifizieren könnte. Und das nicht das ist, wonach er gesucht hat, dann musst du mir, glaube ich, einen Effekt verringern. Ich würde einfach nur nach... Geld oder sowas suchen. Allerdings habe ich jetzt, da ist eine 6. Ich bin ein greedy Bastard. Ich will nur einmal die Taschen abklopfen. Also, ich weiß nicht, ob ich dafür eine Witzprobe würfeln muss, weil ich eigentlich nichts zu finden gedenke. Aber wenn du sagst, ich soll eine würfeln, dann mache ich das natürlich.
Wenn du ihm die Taschen abklopfst, wirst du einen großen eisernen Schlüssel finden, der gut in die Turmtür passen könnte. Hm. Und die Probe war von Borg. Genau, und der hatte einen Erfolg. Er wollte sich eigentlich die Leiche anschauen, um herauszufinden, ob das ein weiterer Auswärtiger war. Aber dabei ist ihr was Komisches bei den Lichtern aufgefallen, die durch die Turmuhr fallen. Und zwar sind die erstens nicht stillstehend, was komisch ist, da die Scheibe stillstehend ist und der Blutmond sich nicht so schnell bewegt. Und der Effekt ist so ähnlich wie unten bei der Stufe. Sie fließen ineinander und bilden kurz ein Muster und fließen dann wieder auseinander, um so zu tun, als wäre alles total normal. Und dieses Muster hast du gerade eben schon mal gesehen. Und zwar, als du von der Balustrade über die Stadt geschaut hast. Die Stadt, also die Straßenzüge, bilden genau das gleiche Zeichen, das sich hier auf dem Fußboden bildet und wieder zerstreut. Hör ich das an? Ja, schöne Fenster. Das Muster, seht ihr das Muster? Guckt sich wieder kaputt. Es scheint den Linien der Stadt zu folgen. Wie eine Karte? Fragezeichen? Sind wir jetzt hier, um die Architektur zu beobachten? Nun, seht ihr nicht, dass es sich verändert? Es ist doch nicht wichtig, oder? Naja, er ist der Kluge hier von uns. Also, wenn er sagt, das ist wichtig, dann könnte das auch wichtig sein. Es ist ein Phänomen, das wir bislang nicht beobachtet haben und das definitiv nicht natürlich ist. Könnte entweder an dem begründet liegen, was uns hierher gerufen hat, oder zumindest damit zusammenhängen. Also ist es jetzt Ursache oder Wirkung? Wie bildet sich dann nur einmal ein erkennbares Muster daraus, das dass der Stadt von oben ähnelt? Oder? Also, man kann es in beide Richtungen denken. Entweder es ist ein Symbol und die Stadt ist danach gebaut, was wäre. Oder dieses Zeichen bildet aus irgendeinem Grund einen Stadtplan. Was ich meine ist, man sieht das nur einmal, right? Oder wiederholt sich das? Es hat sich ein paar Mal wiederholt, aber du hast fast das Gefühl, es ist schüchtern. Denn in dem Moment, als du die anderen drauf aufmerksam gemacht hast, hat es wieder einen auf harmlos gemacht und zeigt sich nicht mehr. Und man hat auch immer dasselbe gesehen, ja? Ja, es war definitiv immer dasselbe. Kann ich das Muster einprägen? Ja, kannst du definitiv. Also okay. Auch wenn du nochmal zur Brüstung hastest und nochmal auf die Stadt schaust, um es zu vergleichen, dann, ja, die Straßenzüge bewegen sich nicht. Die sind da, wo sie sind. Dann gebe ich den anderen seufzend nach und wir gehen wohl weiter. Ich würde noch Du steckst deinen Insight in die Tasche und bist zufrieden. Genau. Ich würde gerne noch eine Sache machen. Wir haben doch Tinkering Tools dabei. Ist da auch etwas zum Glas schneiden? Nein, oder? Also, erscheint mir ein bisschen sehr diffizil. Was hast du denn vor? Ich würde gerne eine von den Buntglasscheiben, ich würde da gerne ein Stück rausschneiden und das mal in den Blutmond halten. Ob da ein cooler Effekt passiert. Kannst du nicht einfach von hinten sich so in einen Winkel dahinter stellen, dass du den Mond siehst? Ja, aber ich würde es gern portabel haben. Ich denke, wenn du eine Scherbe von dieser Glasscheibe haben willst, dann wirst du wohl Gewalt anwenden müssen. Also sehr diffizil geht das nicht. Alles klar, dann wende ich Gewalt an. Das wäre Prowess, oder? Und ich kriege ja einen Plus-Effekt, wenn ich physische Gewalt benutze. Also. Musst du da auch überhaupt würfeln? Ist es nur. Ja, der muss da drauf würfeln. Weil es eine negative Konsequenzen kann. Also, ich habe schon Lust, ihm schlimme Dinge anzutun, deswegen schauen wir uns das nochmal an. Wir haben alle Lust, Terra schlimme Dinge anzutun. Die Lektion hier ist also: Buntglasfenster zu zertrümmern ist nie ohne Konsequenzen. Okay, dann lass mich überlegen. Ich denke, der Effekt, du möchtest so eine Scherbe, ist, denke ich, garantiert, aber ich wüsste jetzt auch nicht,
Sagen wir, du kriegst Greater Effect, aber in Desperate Position. Okay. Ich weiß noch nicht, warum oder was jetzt passiert, aber ich bin sehr gespannt. Ich roll einfach mal und vertraue auf mein Glück. Ja, das war ein Fehler. Mein Glück hat dazu was zu sagen. 1-1-1. Ja. Okay, wow. Er stürzt mitsamt dem Fenster in die Tiefe und war nie wieder gesehen. Nee. Dann würde ich meinen Protect benutzen. Es ist desperate. Es ist desperate, auch wenn er nicht wusste, was da dann so gefährlich sein soll. Wie zerschlägst du das Fenster? Beschreib das mal. Naja, ich würde meinen Lederhandschuh nehmen und einfach auf eine Stelle schlagen, von der ich denke, oh ja, da ist ergiebig, wenn ich da drauf haue und da bleibt schon ein größeres Stück übrig und nicht, dass es in so kleine Stücke zerbricht, dass ich nichts davon hätte. Okay, alles klar. Du zerschlägst die Fensterscheibe, die das Zifferblatt bildet. Ja, die anderen zucken kurz zusammen, dann das kam ein bisschen aus dem Nichts. Und in dem Moment, wo deine behandschuhte Faust die Scheibe trifft, können alle für den Bruchteil einer Sekunde sowas wie ein Gesicht in der Scheibe sehen. Und dann bricht sich ganz seltsam das Licht des Blutmonds durch das Glas und ein Hieb trifft Magnus. Wie ein Schwertstreich aus vielfarbigem Licht. Und er bekommt 4 Schaden. Ich würde gerne meinen Avoid Harm in Combat benutzen. Also du bist nicht in Combat. Du bist nicht in Combat. Okay. Aber du kannst resisten. Kann ich nicht. Ich habe keinen Stamina mehr. Autsch. Aber du überlebst das, ja? Ja, natürlich. Ich habe ja noch keinen Blutstropfen verwendet. Also ich kann auch Protect nehmen. Oh! Weil dann packe ich Magnus und umarme ihn unter meiner Rüstung, damit die Glashand ihn nicht trifft. Ich glaube, das müssen wir irgendwie besser begründen. Weil also diese Art von Hieb wird sicherlich nicht von einer egal wie starken Rüstung aufgehalten. Sondern, also, ich weiß nicht, vielleicht ist deine Beschützerfähigkeit in irgendeiner Weise was Übernatürliches? Oder es geht halt einfach nicht. Oder du ziehst mich einfach aus dem Hieb raus. Im letzten Moment. Es erscheint mir wahrscheinlicher, als dass seine Rüstung das aufhebt. Aber er hat diese Fähigkeit. Er kann sie einmal einsetzen. Er kann sie einsetzen, wenn es in der Fiction Sinn macht. Protect with no consequence. Sagen wir nicht no consequence, aber keine Konsequenz für ihn. Und zwar, du kannst ihn gerade noch zur Seite ziehen. Er kriegt den Schaden nicht. Aber dafür geht dieser Hieb ungezielt einmal durch den Turm. Und der zerteilt den Turm. Das heißt, ihr könnt alle schreckensstarr mit ansehen, wie gerade die Hälfte der Plattform, auf der ihr steht, und die eine Turmhälfte wie in Zeitlupe wegrutscht. Wie stabil die Turmhälfte, auf der ihr steht, noch ist, ist sehr fraglich. Ich fluche gar nicht erst. Ich greife mir einfach das Seil und sehe, dass ich hier wegkomme. Idiot, flüchte! Danke! Guter Plan! Ja. Okay, ich möchte mich schnell abseilen. Das klingt wie etwas, was einen Action-Roll erfordert. Ja, eigentlich schon. Also eigentlich hätte ich für zurück keine mehr erwartet, aber unter den Voraussetzungen ja. Ist das Reflexe oder ist das eher Athletics? Ach ja, und ich ticke die Night Clock 1 weiter. Ich glaube, das erscheint mir angemessen, nachdem was passiert ist. Ja. Also das macht auch storymäßig so viel Sinn. Was denkst du, ist das eher Prowess oder eher Witz? Awareness und Reflexes oder Athletics? Ich würde ja runterlassen. Würde ich eher sagen Wit als Prowess, ne? Hat ja nicht viel mit Stärke zu tun. Also du hast auf jeden Fall sehr schnell reagiert, also irgendwie Reflexe sehe ich da schon. Dann gehen wir im Wit. Mehr als 3 Einsen kannst du nicht mehr, da ist die 6. Gut, also. Vermutlich haben wir haben ja Climbing hier, vermutlich ist da auch irgendwie so ein Ding drin, was schon, mit dem man sich in den Saal anhakt und dann mit Bremsfunktion sich runterlassen kann, ohne irgendwie sich die Pfoten zu verbrennen. Ja,
Du hast vielleicht auch Handschuhe an, das macht das auch einfacher. Och, aber die waren teuer. Was, ich komme unten an und gehe sofort auf der anderen Straßenseite erstmal in einem Hauseingang in Deckung, falls jetzt gleich Geröll auf mich herabregnet. Mhm, das ist eine sehr gute Idee. Dann, wer will der Nächste sein? Ich kratze mir an den Hinterkopf, wende mich, will mich zumindest zu Baldrick wenden. Ich glaube, wir sollten hier realisieren, dass er schon längst auf dem Weg nach unten ist. Und ja, mache mich dann ebenfalls auf den Weg. Zählt das immer noch als Wit, auch wenn das keine schnelle Aktion ist? Ich denke, es geht auf jeden Fall, oder? Ja, ist okay. Hier, dann setze ich mal meinen letzten Stamina-Punkt ein. Du hast noch einen, das ist gut. Und da ist die 6. Die abgetrennte Turmhälfte ist mittlerweile zu Boden gesackt mit nicht geringem Getöse. Über den Platz haben sich diverse Mauersteine verteilt und ein paar Balken ragen noch wie gesplitterte Knochen aus dem Ganzen heraus. Zensus ist Baldrick blitzschnell hinterher und rennt wahrscheinlich dann in die gleiche Richtung. Und die beiden, die noch oben sind, können spüren, dass sich der Turm unter ihnen bewegt. Also es ist gerade eine sehr wackelige Angelegenheit und es scheint noch nicht ganz entschieden, in welche Richtung er kippen wird, aber ihr könntet das Reiskorn sein, das die Schale gibt. Kann ich das Ganze ausbalancieren durch eine Prowess-Aktion, sodass er zumindest noch ein bisschen in der horizontalen Lage bleibt? Oh, das ist definitiv Wit, oder? Ist das Wit? Ja, also am Ende musst du entscheiden. Wenn du an den einen Turm greifen willst und die anderen so zusammenhalten, zusammenziehen. Aber Captain America, okay. Vielleicht ist es eine schlechtere Position, wenn es Prowess ist, weil du dich mehr da reinlegst und wenn er wirklich in die falsche Richtung kippt, kommst du halt nicht mehr da raus. Ja gut, das ist ein Punkt. So als Idee? Also, mir kommt es vor wie eine vorbereitende Aktion für... Also für was? Du kannst dich nicht selbst setupen. Ja, das naja, ist richtig. Ja, ich weiß. Fragen wir so, was ist das Ziel? Also ich meine, den Turm kurz auszubalancieren, um deinem Gefährten, der dir gerade den Hals gerettet hat, beim Abstieg zu helfen, das würde mir als Assist total einleuchten. Okay. Weißt du nicht, ob das klug ist? Also ich meine, ich habe die Stamina nichts, wieder. Nichts, was du jemals tust, ist klug. An dem Punkt sind wir lange vorbei. Alles, was ich tue, ist klug. Ich habe gerade einen gefährlichen Spiegelgegner besiegt. Der hätte uns später noch ordentlich Gefahr bereitet. Ich würde ihm gerne assisten. Mache ich jetzt einfach aus Dankbarkeit. Okay, Ich gebe 2 Stamina aus. Dann, Harry, machst du dich an den Abstieg? Genau, da nehme ich dann noch einen weiteren Punkt Stamina. Und dann sind das 2 Punkte mehr. Und dann... Sollte das auf Wood gehen? Ihr könnt auch über euren Stein lecken und runterspringen. Ach, das ist Hex zum Glück. Das würde tatsächlich gehen, glaube ich. Alles klar, auch du kommst nach unten und flüchtest zu den anderen. Und während ihr drei da schreckensstarr in der Gasse steht, könnt ihr erkennen, dass auch die Glocken oder... Ja, wahrscheinlich alle, weil die Balken einfach in der Mitte durchgeschlagen wurden, heruntergekommen sind. Und in einer der größeren Glocken scheint sich irgendwas zu bewegen. Wir sollten gehen. Da ja, ist oben noch einer. Ich würde... Mit dem Arm oben. Genau. Ich bin als erster nach oben und werde als letzter runtergehen. Ob du da runterkommst, werden wir noch sehen. Okay, ist das richtig? Die Situation ist, glaube ich, mittlerweile desperate. Ich würde sagen, wir sind kurz davor, die Validität des Spruches runterkommen sie immer zu überprüfen. Ich werde natürlich runterklettern. Oder es zumindest versuchen. Ich gehe davon aus, das geht auch auf Wit. Ja, das haben die anderen auch auf Wit gemacht. Okay, mittlerweile könnte es eher eine Resistance-Probe geworden sein. Wenn du springst, fangen wir. Er hat aber jetzt kein Stamina mehr. Das ist halt doch, ich habe noch 1 Stamina. Du hast noch 1 Stamina. Richtig. Also. So ist es nicht. Deshalb werde ich natürlich versuchen, mit meinem einen Stamina darunter zu klettern.
mit meinem einen Witwurf. Schauen wir einfach mal. Okay. No risk, no fun. Das sicher, ist mein Motto. Sicher, dass es nicht besser wäre, mit einem Wit zu würfeln und dann notfalls zu resisten? Ja, genau, das ist die Idee. Achso, das ist der Plan, okay. Ich dachte, du pusht dich jetzt für einen. Nein, klar. Sonst hätte ich ja den Push angesagt. Das klang von mir von hier aus so. Das ist die Idee. Weißt du, er ist ein dreckiger Lacker. Es ist, als wenn Ikarus in dem letzten Moment Zeus noch gesagt hätte, hey Boy, du bist ganz cool, komm, ich helf dir aus. Du bist ein dreckiger Lacker. Naja, Fortuna liebt die Hübschen halt. Ja, deswegen wundere ich mich, warum du da auch einen Sechsen würfelst. Ja. Also, merkst du was? Also, du salzt dich als Letzter ab und rennst über den Platz, während der Turm hinter dir kollabiert. Und dabei unter anderem das Gewirr an Beinen unter sich begräbt, das die anderen im Inneren der großen Glocke erkennen konnten. Und ihr rennt in die Gasse hinein.